so raus aus dem Spiel. Wie lange hast du es denn nicht mehr gespielt? Also gut, ich spiele ja auch zurzeit leider nur noch einmal die Woche. Weil ich finde einfach nicht die Zeit. Selbst FF14 spiele ich ja gerade nicht mehr so aktiv. Und zurzeit ist echt der Wurm drin. Ich habe halt nur noch Zeit zu zocken, wenn ich streame. Also, ja, wenn ich mit euch hier zusammensitze. Ansonsten habe ich überhaupt keine Zeit mehr zur Zeit. Abends vielleicht mal im Bett. Dann aber Disney. Und ja. Das war's dann auch schon wieder. War ja, okay, 2 Jahre ist echt. Wusstet ihr, dass ich bin gerade total Follow drin. Ich weiß. Niemand. Ich war neulich am Überlegen, ob ich mir mal ein Fallout-Teil wiederhole, aber ich dachte mir, okay, ich kenne mich, ich spiele es wahrscheinlich eh nicht. Also zumindest nicht so bald, so schnell. Von daher, ja. Ich will die Sachen immer noch haben. Ich möchte dieses Pferd haben. Das ist alles mit drin. Ja, ich habe aber kein Geld für noch mehr monatliches Kram. Ich hätte auch gern schon wieder eh so monatlich. Einfach, damit ich mir Möglichkeiten habe, die Kronkisten zu kaufen. Ich hätte halt gern diese Kronkisten. Weil ich da ja meistens Glück habe und ein paar Sachen hieraus kriege. Aber... ja. Ne? So viel dazu. Ein Euro kostet der Kündigung dann wieder für 1 Euro, bitte. Merkt er sich das nicht, wenn das auch immer auf das gleiche Profil geht? Weil ich hatte ihn ja mal. Gehabt habe ich ihn mal. Keine Ahnung, die das so machen. Mal lassen sie einen Monat aus, dann ist man Rückkehrer. Ja, okay, ja gut. Ja, mittlerweile müsste ich, wenn auch, Rückkehrer sein, weil... ich glaube, ich hatte jetzt 2 Monate nicht. Oder 3 Monate. Jo, geh gleich weiter. Muss gerade mal was nachgucken. Ich habe Angst, dass mein Geld nicht drauf... also, dass meine Krankenkasse nicht abgebucht hat. Doch, hat er so. Okay. Jetzt muss ich gerade einmal was gucken. Hundert Stück Stanzen, oh. Viel Spaß dabei. So.
Himoko-Decker. Ja, geht das fix. Ja. Ja, jetzt geht auch sofort weiter. Muss gerade mal was gucken. Ich hasse es, wenn Dinge nicht automatisch gehen. Ja. Danke. Bitte sag, dass es jetzt das Richtige war. Ich mache einfach mal. Danke. So. Gut. Ganz ein bisschen dauern. Weil ich habe nämlich gerade geguckt, ob ich noch Guthaben habe. Und die hat aber noch welches. Gut, und ich habe ein bisschen erhöht. Weil ich will mir tatsächlich mal wieder Kronkisten holen. Die habe ja meistens Glück. Gut, wie ich mich gerade kenne, habe ich wahrscheinlich ja Pech. Aber ich bin halt ein Suchti, ich kann da nichts für. Muss demnächst eh wieder zur Bank. Was soll's sagen? So. Jetzt muss ich einmal gucken. Muss ja wieder was analysieren. Ich meine, ich hatte weder göttlich noch Nürn geschliffen. Das hatte ich schon. Mehr habe ich wahrscheinlich, wie gesagt, nicht. Das hatte ich auch schon. Da hatte ich es auch schon. Morgen fange ich später an. Das heißt, ich könnte das hier auf jeden Fall schaffen. Weil ich brauche ein bisschen Platz in meinem Inventar. Ich habe ja nicht mehr so viel. 99 von 120. Prost Mahlzeit. Das hier habe ich noch. Bin ich das auch los? Da ist die Schmiede. Entschlossen. Hier brauche ich wieder ein bisschen nach Nirn geschliffen suchen. Habe ich nicht. Das habe ich bereits. Huch. Das sind zwei. Wir sind immer verschiedene, leider. Ich hätte gern was, wo mehr sind. Das Glück wird mir leider nicht gewährt. So. Ich kann leider auch nichts verwerten. Nun gut. Aber ich habe ein bisschen... Bisschen was am Platz. Das Gegenstände. Was war denn hier jetzt? Ah, da, gerade weit. Ah, da. Schild des grünen Paktes, okay. Ist es jetzt mittlerweile da? Ja, ist da. Baukasten. Besondere Angebote, das habe ich ja schon. Ereignisse. Garderobe. Kostüme.
Oh, das Kleid will ich immer noch haben. Das auch. Irgendwann. So. Es gibt viele wundersame Belohnungen, die in den Kisten stecken können. Im Edelsteinbazar könnt ihr diese großartige Auswahl sehen. Und sogar Belohnungen mit den von euch gesammelten Edelsteinen kaufen. Bist du mich nicht mein? Das sieht sehr seltsam aus. Das sieht aus wie so ein Spinnennetz. Das Glück ist euch wirklich hold. Für mich auch. Sehr schön. Durchhaltevermögen ist eine Tugend, meine Freundin. Genau. Eine Tugend, du sagst es. Ich brauche auch keine Bemalungen. Ah. Wie viel Pech wollen Sie haben? Ja. Wollen Sie? Sehr pragmatisch. Dieser wünscht euch ganz viel Glück. Herz von Mara. Danke. Das wird herzlichen Glückwunsch. Was soll ich mit feinen Blättern? Werdet ihr es erneut versuchen? Dies könnte euer Glück sein. Überaus ehrbar. Seid ihr bereit, eure Belohnungen zu offenbaren? Wenn Sabi was doppelt. Ein friedlichen Begleiter. Ein Mortal-Bärenhund. Schlichtweg überragend. Wählt eine Belohnung. Ja, ist die große Mäusefingerin. Sehr, sehr schön. Wenn sie ein bisschen was. Eure Belohnungen warten. Drei Jahren bin ich auch fertig. Süßer Redeltar, eine Bonusbelohnung. Oh, ich habe bereits hier. Niebenei, Buchtbock. Ein Segen der Göttlichen. Jetzt wird's unheimlich. Ganz hervorragend. Ich sage, jetzt wird's unheimlich. Das habt ihr gut gemacht. Noch eine Runde, meine Freundin. Fällt eure Wahl und offenbart so eure Belohnungen. Wundersame Edelsteine, so funkeln. Das könnte nützlich sein. So viele Begleiter habe ich noch nie in einer Kiste gehabt. Auf Wiedersehen, meine Freundin. Ohne Kapazität, das nehme ich auf jeden Fall mit. Haltestunde der Geschwindigkeit. Der Geschwindigkeit. Noch bei der Geschwindigkeit. Was ich mit den Blättern so? Ich habe keinen blassen Dunst. So, Sammlungen. Aussehen. Wow! Was ist das denn? Ich habe Fragen. Kopfbedeckung. Also, nee. So gar nichts Neues. Malung. Achso, weil ich was anhabe, glaube ich. Gesichtsbehaarung. Okay. Punktefarbene Lidschatten. Okay.
Friedliche Begleiter. Exotisch. Was haben wir denn hier? Ja. Süß. Einheimisch. Geflecktes Schaf. Der Bärenhund? Okay, der ist süß. Silbergraue Mäusefänger und Samtpfote. Okay, das ist unsere Katze. Dann habe ich dieses komische Kamel. Das gucke ich mir gleich an. Was habe ich jetzt von den ganzen Sachen? Ja gut, ich... Zigtausende davon, da habe ich auch zigtausend Sachen von. Okay, das Schaf habe ich. Okay, hiervon habe ich gefühlt fast alles. Okay, die Katze, die ich aber auf jeden Fall haben wollte, die habe ich, das ist gut. Komische Blätterzeug da. Ah ja, den habe ich. Okay, das habe ich. Okay, mir ist nur gerne drauf. Gut, den Bock wollte ich aber auch haben. Dann hatte ich mich, dann den erinnere ich mich. Hiervon wäre es halt cool gewesen. Okay, aber diese ist halt eh seltener. Bei 600 habe ich noch. Die gebe ich ja jetzt nicht für die letzte Kiste aus. Nee. Akroti freut sich, euch zu sehen. Die meisten Kisten enthalten. Das brauche ich halt wirklich nicht, ne? Aber manchmal kriegt man noch eine besondere fünfte Belohnung. Die meisten Sachen davon brauche ich halt nicht. Ich weiß, sie sind sinnvoll, aber. Diese Edelsteine können gegen besondere Belohnungen im Bazar eingetauscht werden. Ich weiß. Ich habe aber von manchen Sachen so viel. Ich brauche ja eh Punkte. Ja, gut, Magiker-Regeneration brauche ich eh nicht. Es ist lustig, dass ein Vogel das einzige Tier ist, das man werfen und ihm dann zu stellen, das behalte ich mal. Hey, dunkel, hey. Schön, schön. Brauche ich nicht. Ich färbe meine Sachen halt eh nie. Und wenn, wären es nicht die Farben. Wenn das als andere Farben, hätte ich es wahrscheinlich behalten. Diese 63. Kraftragu. Bei die Oma. Mach du mal deine Große da. Warum gibt das so viel? Macht es gut, meine Freundin. Mögen helle Monde euren Pfad erhellen. Huch. Na gut, aber wir haben ein bisschen was. Nicht so viel Glück wie beim letzten Mal, aber wir haben eine Samtpfote. Passt doch, passt zu uns. Dann haben wir einen Dauerbegleiter. Gut, ab und zu wechseln wir zu Kitty. Wie viel bräuchte ich denn für die 700?
400. Irgendwann. Irgendwann kann ich mir da auch mal wieder was verkaufen. Augen. Diese Augen sind aber echt unheimlich. Ach, das ist weh. Deswegen diese Punkte. Das ist auch cool. Das hat auch irgendwie was. Gut, das hier ist aber alles. Nee, 500. 500. 500. Weil das, was ich wahrscheinlich alles haben will, ist sowieso teurer. Langweilig. 1200. Warte mal. Gut, das hier hat halt noch was, ne? Ich weiß, es ist gerade nicht besonders spannend, es tut mir leid. 119 Button fertig. Du hast ein Problem. Okay. Gut. Wir gehen hier raus. Was für ein unglaublicher Gedanke, dass ihr mit Thelengar selbst im Feld wart. Einfach unglaublich. Irgendwann hole ich mir halt mal wieder einen. Achso. Ich dachte gerade, ich hätte doch das falsche Konto ausgewählt. Muss Button loswerden, war sein Kommentar. Oh ja. Das solltest du. Also, jetzt kann ich mir einmal das Kamel angucken. Wart ihr dabei? Ich hörte, dass sie nichts damit zu tun hatte. Okay, das ist halt irgendwie cool. Ja. Irgendwie hat das Kamel was. In den Zeh gestellt. Ah, Hilfe. Habe ich das gerade mal ein Ding so abgeschmiert? Alter! Weißt du, was ich ein Turm da? Doch nur ein Hücker. Weiß ich nicht, es stand, glaube ich, als Kamel drin. Warte mal. Es kann auch ein Turm da sein. Ist ein Kamel. Steht hier unter Kamele? Hilra, Kamel des Königtums. Es ist wohl ein Kamel. Mit dem Namen Majestät. Ich dachte aber auch, das wäre eigentlich ein Dromedar, aber gut. Okay, der ist auch cool. Und hallo Kitty. Der ist halt echt cool. Vor allem mit dem Butter vorne. Geil, ich habe zwei neue Reittiere. So. Jetzt haben wir mal eure Karte. Ich gehe erstmal nach da hinten. Wie gesagt, öfter mal doofes Kamel zu mir. Also reitest du dann auf mir rum? Warte. Umbenennen? Huch. Jetzt ja. Jetzt kann ich auch auf dir reiten. Hast du das gesehen?
Alles gut, Kitty. Iron, siehst du das? Das spuckt. Voll geil. Das ist mir jetzt lustig. Damals in der Schule wurde eine Schülerin immer dumme Pute genannt. Aber den Ausdruck dumme Pute kenne ich aber auch. Das ist kein guter Zeitpunkt. Iron, das Kamel-Einhorn. Ja, leider hat es hier kein Horn. Wäre aber auch cool. Aber ich sammle mir immer mehr Mounts zusammen. Und hallo, kranke Nico. Da muss ich rein. Irgendwann mal. Leider Brucht. Aber das ist wieder... Das kann ich wahrscheinlich wieder nicht alleine tun, ne? Huch. Da kann ich doch, man kann da auch allein rein, ne? Doch, die kann man allein machen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, dann komm, dann machen wir. Hey, wie würde es... Diese wilden Tiere haben alles ruiniert. Ich weiß nicht, bevor ich da noch dreimal dran vorbeirenne. Überleben können. Es ist wie in einem Krieg ohne Zweck zu leben. Wilde. Das kann mir behauen. Wo liegt denn das Problem? Ich war Teil einer Forschungsexpedition, die losgeschickt wurde, um die Ruinen von Wurzelbruch zu untersuchen. Einer Altmeerstadt, die vor Jahrhunderten vom Dschungel überwuchert wurde. Ich ging kurz los, um Vorräte zu besorgen, und als ich zurückkam, wimmelte es in den Ruinen von wilden Tieren. Ihr wollt, dass ich die Forscher rette? Was? Nein, die sind tot. Ich brauche ihre Tagebücher. Jeder Forscher hat seine Funde notiert. Wenn ich die Tagebücher nach Eldenwurz bringen kann, war diese Expedition. Sollen wir retten? Nö, die sind eh schon alle tot. Dort hineinzugehen. Wäre es doch glatt sicherer, von einer Klippe zu springen. Was ist mit der? Was ist mit der Frau? Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Es ist überraschend, hier draußen Hilfe von einer Frau zu erhalten. Das ist aber echt so. Hab Dank. Drei Tagebücher sollten ausreichen. So wie ich diese Hunde von Hurensöhnen kenne, die da draußen leben, das meine ich wörtlich. Nehme ich an, dass zumindest eins gefressen wurde. Ich bin auch ein Hochelf. Aber ich rette hier alle. Was ist so besonders ein Wurzelbruch? Diese Stadt war Teil eines frühen Kolonialisierungsversuchs. Der Dschungel war für seine Unbezähmbarkeit berüchtigt. Doch unsere besten Köpfe sahen das nur als Herausforderung an. Es heißt, sie hätten eine ausgedehnte Metropole errichtet. Und dann ist sie verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen. Und wie ist das für dich, der Schokobo-Mendo-Bonus? Danke, Kitty. Ach stimmt, den Schurken muss ich ja, glaube ich, noch freischalten. Den habe ich ja noch gar nicht, ne? Du bist ein Mensch, der so tut, als wäre ein Hochelf. Ah, okay. Ich wusste, es war faul. Denkt ihr, dass das hier Wurzelbruch ist? Ganz ehrlich, wer weiß. Wurzelbruch war jahrhundertelang nicht mehr als eine Geistergeschichte. Okay. Vielleicht gab es das echte Wurzelbruch nicht. Hey, vom Bett aus an. Das sieht mir ganz sicher nach einer verlorenen Stadt aus. Und wenn sie meinen Namen in die Geschichtsbücher bringt, werde ich von früh bis spät schwören, dass das Wurzelbruch ist. Ich hab's nicht vergessen, dass du diese Worte bequatschen wolltest. Das ist gut, das ist gut. Ginge bei dir Mittwoch? Eventuell? Weil morgen wird's, glaube ich, ein bisschen eng. Ich habe leider sowas wie Buchhaltung. Da sitze ich wieder 3 Stunden dran. Die Zeit wäre egal, den Stream kann ich hinlegen, wie ich will, weil Frisches ist von Mittwoch bis Freitag nicht da. Der ackert dann noch ein bisschen im neuen Haus und macht da Tapete und alles fertig und ist zeitgleich noch in Düsseldorf, glaube ich. Deswegen Mittwoch hätte ich Zeit, da könnte ich den Stream auch hinlegen, wie ich lustig bin. Also falls bei dir abends besser passen sollte. Da kann ich mich ganz nach dir richten. Würde dann anfangen, wenn wir fertig sind oder davor oder so.
Du sorgst dafür, dass man mit den Hochelfen noch eine Chance bekommt, dessen du dafür betütteln. Oh. Ah. Ja, fast vorbeikommen. Ja. Ja. Könnte er. Er hat einen Termin. Eigentlich wäre es halt nur ein Tag. Da würde er dann halt eigentlich auch wieder zurückkommen. Aber wir haben dann gedacht, okay. Ich habe ja zwei Wände fertig. Ich kann aber nur eine fertig streichen. Weil bei der anderen, ich muss erst gucken. Ich will ja im Streamingzimmer. Ich bin ja eigentlich, das wisst ihr selber, kein Mensch von Pink Rosa. Aber ich habe halt, möchte in meinem Streamingzimmerchen, hatte ich mir so ein richtig geiles Pink rausgesucht, tatsächlich, ausnahmsweise mal. Und das wollte ich halt alles komplett, dieses ganze Zimmer wollte ich asiatisch gestalten. Bei Rot dachte ich, nee, weiß ich, dass ich nie mehr zufrieden sein werde. Und ja. Wir müssen aber noch zwei Wände fertig machen in dem Raum mit Tapete abkratzen. Das möchte Frischus dann in der Zeit machen, damit ich am Samstag zu Ende streichen kann. Also, dass ich mindestens drei Wände grundiert habe. Also, eine weitere Wand grundiert und eine Wand komplett fertig gestrichen mit der finalen Farbe. Ja. Deswegen ist er dann drei Tage ist er weg. Zwei Nächte, drei Tage. Und er hat eigentlich gar keine Lust. Er möchte eigentlich noch gar nicht im neuen Haus schlafen. Aber ja, gut. Anders haben wir es halt, oder schaffen wir es halt zeitlich nicht. Weil diesen Freitag kann ich halt nicht. Hierher. Und selbst wenn, ich krieg's mit dem Abkratzen nicht hin. Wir brauchen da ein Gerät für. Ja. Seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Aber wir kommen voran. Wir kommen ein bisschen voran. Aber es ist ja... Oh, der hat sich aufgeregt. Der hat sich richtig aufgeregt über diese Scheißwand. Er meinte dann nur irgendwann so, oh, wollen wir die Wand hier einfach Wand sein lassen und ich mache dann eine weitere Leichtbauwand rein? Ich so, Schatz, das ist wieder unnötige Geldausgabe. Außerdem ist das vielleicht gerade ein Cent... Also es sind 1 bis 2 Zentimeter, die ich dann weniger vom Raum hätte. Und ich weiß... Der Raum ist schon klein. Der ist kleiner als dieses Zimmer hier. Und ich weiß nicht, ob das passt. Mit Schreibtisch, mit Sofa, mit TV-Dreck. Es könnte gerade dieser 1 Zentimeter sein. Dann meinte er so, ja gut, ja, hast ja recht. Und dann, ja, gut. Holen wir uns jetzt ein Gerät. Dann machen wir das weg und dann passt das. Ihr braucht der Gerät. Ja, wir brauchen der Gerät. Ja, wir haben es jetzt mit dem Dampfreiniger versucht, aber unser Dampfreiniger ist kaputt. Und das geht super damit. Das funktioniert 1A. Gut, die obere Schicht ist halt immer so ein bisschen tricky. Wenn man auf der unteren Schicht ist, dann muss man es nur noch feucht machen und kann es dann einfach so abschaben. Aber diese obere Schicht, die ist scheiße. Die ist einfach nur scheiße. Meine Schwester fährt Freitag nach Hannover. Ja, willst du mir was damit sagen? Freitag habe ich tatsächlich frei. Beziehungsweise zum Stream frei. Wobei soll ich euch denn helfen? Dann seid ihr also nicht gekommen, um mir zu helfen? Mein Energy. Ich bin in einer der unteren Kammern gefangen. Ich konnte nicht mehr tun, als die Weltkönsteine hier dazu einzusetzen, mein Abbild in die Ruinen hineinzuprojizieren und auf Hilfe zu warten. Die kannst du nur, Albert. Freiheit lässt sich keinen Spalt weit öffnen. Dreckshaushalt. Ah, lass den Haushalt stecken! Lass den Haushalt stecken! Komm hierher! Wo ist diese Tür? Folgt dem Pfad nach Osten, bis sie die zentrale Kammer erreicht. Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Dort werdet ihr die Tür finden. Aber nein, Haushalt kenne ich. Ich musste eben halt auch, ne? Fahren, nicht jahren. Ich dachte gerade schon so, hä? Jahren?
Muss ich da noch viel machen, damit wir Donnerstag nach NRW jahren können. Na, jahren vielleicht, ne? Ja, ja, versteh schon, versteh schon. Ja, ach, Haushalt. Nee, ich habe auch eben gerade noch die Wäsche angestellt, weil ich anders... Ich hab's, weil wir ja 2 Tage nicht zu Hause waren, habe ich es nicht geschafft, die Wäsche anzustellen. Oh, jetzt muss ich den ganzen Berg Wäsche erstmal nachwaschen. Das heißt, heute bin ich nicht diejenige, die wegen dem Hund raus muss. Der Hund ist ja nicht da. Nein, ich muss immer mal wieder die Wäsche aufhängen. Weil ich 1 bis 2 Fuhren Wäsche waschen möchte. Jetzt sind gerade die Handtücher dran. Ich hasse Handtücher waschen. Vor allem, wenn es nicht perfekt ist, dann beschwert sich der Herr. Nein, ganz schön ist es nicht, aber... Ich muss einen Bergwäsche zusammenlegen. Zusammenlegen finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde das Aufhängen... und Bügeln. Ich hasse Bügeln. Ich habe das ja anfangs habe ich noch sehr oft gebügelt, aber... Nee. Mm-mm. Ich werde euch finden. Ja, ja. Bitte beeilt euch. Ja. Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier unten überleben kann. Ich auch nicht. Hier gibt's auf jeden Fall die Himmelsscherbe.